Für uns Christen ist Ostern und Karfreitag der zentrale Punkt des Evangeliums. Wie Willi es auch eingangs schon sagte, Ostern ist für uns Christen das wichtigste und das höchste Fest. Mein Sohn fragte mich heute Morgen: Papa, wieso ist denn Ostern so wichtig? Wir feiern doch Weihnachten viel größer. Sagte ich, ja, leider feiert Weihnachten die Gesellschaft oder die Geschäfte viel größer, aber für uns ist Ostern viel größer. Ohne Ostern wüssten wir nicht, ob das Opfer reichte. Wir glauben nicht, dass Jesus tot ist. Und wir haben es hier bezeugt heute Morgen gemeinsam, alle, die das glauben. Wir glauben, Jesus ist auferstanden. Jesus lebt, Jesus Christus ist auferstanden. Und wir lesen in der Bibel immer wieder nach der Auferstehung, dass Jesus Christus Menschen begegnet. Jesus begegnet Maria am Grab. Jesus begegnet seinen Jüngern. Jesus kommt extra nochmal für Thomas, weil Thomas es nicht glauben konnte, dass Jesus lebt. Und Jesus begegnet den sogenannten Emmaus-Jüngern. Und den Text, um den es heute geht, den finden wir in Offenbarung 1, 17 bis 18, geht es auch um eine Begegnung. Und wenn du magst, wenn du Bibel dabei hast, darfst du gerne schon mal aufschlagen. In diesem Text geht es um eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Diese Begegnung hat sich nicht direkt nach Ostern ereignet, sondern erst circa 60 Jahre danach, so im Jahr 90 nach Christus. Diese Begegnung hat auf der Insel Patmos stattgefunden. Die Insel Patmos war eine recht einöde Insel. Das ist ein Bild aus der heutigen Zeit, aber das ist nicht eine Insel, wo man gerne Urlaub macht. Also manche vielleicht schon, ich nicht unbedingt. Das war eine Insel damals, eine Gefangeneninsel der Römer. Dort hat man Menschen verbannt, die man aus der Gesellschaft loswerden wollte. Man wollte sie nicht umbringen, warum auch immer, man konnte es vielleicht nicht, aber man hat sie dahin verbannt. Und dort war auf der Insel Johannes, der letzte Jünger Jesu. Alle anderen Jünger Jesu waren schon gestorben. Johannes muss auch schon an einem sehr alten oder fortgeschrittenen Alter gewesen sein. Der Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der Johannes, der die drei Briefe geschrieben hat. Und Johannes ist auf dieser Insel gefangen, weil er Menschen von Jesus erzählt hat, weil er erzählt hat, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Auf dieser Insel ist Johannes in Quarantäne. Er ist nicht in Quarantäne, aber er ist in Isolation. Er darf nicht von der Insel runter, aber er darf niemanden kontaktieren oder er darf Briefe schreiben, aber er darf niemanden besuchen und er darf auch nicht jemand anderen besuchen. Und ich glaube, das muss ich heute keinem mehr erzählen, was Kontaktbeschränkung oder Isolation bedeutet nach 2 Jahren Corona. Ich war selbst 2 Wochen mal in Quarantäne, durfte keine Menschen treffen und das ist ziemlich, ja, unangenehm. Irgendwann fällt einem die Decke auf den Kopf und man will wieder raus, man will wieder unter Menschen sehen und treffen. Und dort sitzt Johannes. Und mitten in dieser Situation, in dieser Ausgangssperre, begegnet Johannes den Auferstandenen. Im Text davor lesen wir, wie Jesus Johannes begegnet. Wir lesen, dass Johannes sich umdreht und er sieht Jesus. Und er beschreibt Jesus in einer strahlenden Gestalt. Jesus leuchtet von oben bis unten. Jesus hat weiße Haare, er hat feurige Augen und ein Schwert im Mund. Und Johannes sieht Jesus und fällt um wie tot. Der Johannes, der in der letzten Begegnung mit Jesus noch an seiner Brust lag. Und jetzt kommen wir zur Offenbarung 1, 17, Vers 18. Und ich lese es mal vor. Johannes, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen, nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Ich möchte dir heute 3 Punkte aufzeigen, was passiert, wenn du den Auferstandenen begegnest. Wenn der Auferstandene dir begegnet, dann nimmt er dir die Angst. Dann lenkt er dein Leben und er schenkt dir Leben. Das Erste, was Jesus zu Johannes sagt, ist: Fürchte dich nicht. Jesus ist zwar der Heilige, der allmächtige Gott und Johannes sieht ihn in seiner ganzen Glanz, in seiner Pracht, in seiner Macht und er fällt um und ist wie tot. Und Jesus sagt: Johannes,
fürchte dich nicht. Jesus, der Heilige, der allmächtige Gott, der liebt seine Jünger. Und er sagt, du brauchst dich nicht vor mir fürchten. Fürchte dich nicht. Nicht vor mir. Ich liebe dich. Wenn wir uns die Verse davor und danach gerade anschauen, dann sehen wir aber, dass es mehr geht als nur um diese Furcht jetzt in diesem Moment, sondern um die grundlegende Angst von Johannes. Ich kann mir gut vorstellen, dass Johannes ziemlich entmutigt war. Johannes sitzt alleine auf der Insel. Alle anderen Jünger sind tot. Jesus ist nicht gekommen, er hat es doch versprochen. Die ganzen Gemeinden um Patmos herum, an denen Johannes nachher eine Offenbarung schreibt, die haben alle außer Philadelphia große Probleme. Eine Gemeinde lebt in Unmoral. Eine Gemeinde brennt nicht mehr für Christus, sie ist einfach nur noch zufrieden mit sich selbst. Eine Gemeinde lehrt Irrlehre. Sie sind lau geworden. Und in der Welt herrscht Chaos, harte Diktatur von den Römern. Jeder Mensch muss den Kaiser anbeten und nur dann bekommt er einen Gewerbeschein, mit dem er handeln kann, mit dem er einkaufen und verkaufen kann. Und das geht für Christen nicht, die können den Kaiser nicht anbeten. Und sie hatten ein Riesenproblem. Sie wurden verfolgt, sie wurden lebendig angezündet, den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und ich kann mir vorstellen, dass Johannes sich Fragen gestellt hat. Jesus, warum? Wo bist du? Wo bleibst du? Warum werden wir so verfolgt? Warum sind die Gemeinden so lau? Wo bist du? Du hast es doch versprochen. Und dann begegnet ihn der Auferstandene. 60 Jahre später berührt er ihn und sagt, Johannes, habe keine Angst. Wie gut müssen diese Worte von Jesus Johannes getan haben. Und das ist Jesus' grundsätzliches Anliegen. Er möchte uns Angst nehmen. Wir sehen das auch in den Evangelien, wo er wie immer wieder zu seinen Jüngern spricht. Hab keine Angst. Ich habe die Welt überwunden. Mir ist gegeben alle Macht. Habe keine Angst. Fürchte dich nicht. Kann es sein, dass es genau diese Worte sind, heute zu Ostern, die wir brauchen? Dass wir diese Worte heute brauchen? Habe keine Angst. Viele Menschen haben momentan mit Ängsten zu kämpfen. Hinter uns liegen 2 Jahre Corona. Wir hatten Lockdowns, wir hatten Abstand, wir hatten Maskenisolation. Wir hatten Angst vor der unbekannten Krankheit. Willst du mich erwischen? Wie stark willst du mich erwischen? Werde ich daran sterben? Habe ich Spätfolgen? Werde ich krank? Soll ich die Impfung nehmen oder nicht? Ist es schädlich oder gut? Dann kam ja die Flutkatastrophe in dieser Region, wo Menschen materielle Dinge verloren haben. Alles Mögliche, Autos einfach weg, Häuser weg. Und manchmal sogar geliebte Menschen oder ihr eigenes Leben. Und Menschen haben Angst, wie soll es weitergehen? Schaffe ich es wieder aufzubauen? Und jetzt ganz aktuell der Krieg in der Ukraine. Menschen flüchten, haben Angst vor dem Krieg. Aber auch hier in den westlichen Ländern, wo wir nicht davon betroffen sind, fragen wir uns, geht's weiter? Schaffen es die Regierungen, Frieden wiederherzustellen oder geht's weiter? Muss ich vielleicht irgendwann in den Krieg? Gibt es vielleicht einen Atomkrieg? Wie soll das alles nur weitergehen? Ich glaube, unsere Ängste sind nicht der eigentliche Grund. Oder diese Krisen sind nicht der eigentliche Grund für unsere Angst. Ich glaube, die Angst, der Grund dafür liegt viel tiefer. Die Angst, dass unsere Krisen, die rütteln nur an unseren Fundamenten. Theoretisch wissen wir alle, dass wir morgen sterben können. Aber so eine Krise, eine Pandemie, ein Krieg oder eine Krebsdiagnose, eine Herzkrankheit, die macht uns auf einmal zu Menschen, denen der Tod so nah auf die Pelle rückt. Und wir realisieren, dass wir sterblich sind. Der Ursprung unserer Angst kommt daher, dass wir unsere Sicherheit auf falschem Fundament bauen. Meiner Meinung nach bauen wir auf 2 Dinge. Auf materielle Dinge und auf unsere Gesundheit. Wenn diese beiden Dinge gegeben sind, dann haben wir in der Regel keine Angst. Dann fühlen wir uns so, als würden wir alles geregelt kriegen. Kein Problem. Das wird schon. Wird alles gut. Aber genau das ist das Problem. Materielle Dinge können verschwinden. Das hat uns die Flut gezeigt. Ein Tag starker Regen und auf einmal stehst du vor existenzieller Not. Oder dein Leben ist in Gefahr durch Regen, durch Wasser. Eine Corona-Pandemie, ein Virus, das man überhaupt nicht sieht mit den Augen, bedroht auf einmal mein Leben. Völker, die sich bekriegen, weil Menschen meinen, das ist besser so. Und auf einmal verlieren wir unser Zuhause, verlieren unsere geliebten Menschen und müssen in den Krieg ziehen. Diese Krisen rütteln an unseren Sicherheiten, an unserem Fundament. Und schaut mal, wenn der Ursprung der Angst
daran liegt, dass wir ein falsches Fundament haben, dann brauchen wir ein neues Fundament. Es reicht ja nicht, wenn wir einfach nur abwarten und die Krise überstehen wollen. Die nächste Krise wird doch kommen. Es ist nicht wie in Filmen oder Büchern, die uns immer wieder zeigen, dass alles gut wird. Es wird halt nicht immer alles gut. Es gibt Situationen, da wird es nicht gut. Wir brauchen also ein Fundament, das felsenfest ist. Es gibt, und dieses bietet uns Jesus Christus, der Auferstandene, an. Er sagt, habe keine Angst. Und wenn du sein Fundament auf ihn setzt, dann gibt es keine Krise, die an deinem Fundament rüttelt. Dann gibt es Krisen, ja, aber dein Fundament wird nicht mehr, zittert nicht mehr. Und deswegen meine Einladung an dich heute. Begegne den Auferstandenen, weil er sagt zu dir, habe keine Angst, Friede mit dir. Aber das setzt voraus, dass du an ihn glaubst, dass du ihn annimmst. Und deswegen lade ich dich dazu ein, Jesus, dein Leben anzuvertrauen, darüber nachzudenken, auf was du deine Sicherheiten baust. Sind es die materiellen Dinge? Ist es deine Gesundheit? Oder ist es der Auferstandene, Jesus Christus? Jesus sagt, ich war, ich bin und ich bleibe. Jesus ist ein felsenfestes Fundament. Er ändert sich nicht. Wir halten fest, wenn du den Auferstandenen begegnest, nimmt er dir die Angst. Wir kommen zum zweiten Punkt. Der Auferstandene lenkt dein Leben. Jesus sagt weiter zu Johannes, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Diese Worte begründen, warum Johannes sich nicht zu fürchten braucht. Wir können hier gedanklich ein Denn einsetzen. Fürchte dich nicht, denn ich bin der Erste und der Letzte. Hier in der Offenbarung von Johannes sehen wir eine Weiterführung der Ich-Bin-Worte. Interessanterweise schreibt gerade Johannes in sein Evangelium ganz viele Ich-Bin-Worte über Jesus, wo Jesus sagt, ich bin der Erste, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Hier in Offenbarung sagt Jesus, ich bin der Erste und das Letzte. Und Jesus zitiert hier Jesaja 44, Vers 6. Da heißt es, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Das sagt Jahwe. Das sagt Gott. Ich bin der Erste und der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Und jetzt steht Jesus vor Johannes und sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und das ist ein göttlicher Anspruch. Jesus sagt hier, ich bin Gott. Ich bin Jahwe. Ganz Mensch und ganz Gott. Eine Person des dreieinigen Gottes. Aber was bedeutet diese Aussage inhaltlich, wenn Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte? Diese Aussage unterstreicht Jesus' Souveränität über die Weltgeschichte. Jesus sagt später in Offenbarung ganz zum Schluss, ich bin Alpha und Omega. Das sind die ersten, das ist der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Und das bedeutet, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Ich habe alles in der Hand, sagt damit Jesus. Johannes, fürchte dich nicht, ich lenke die Geschichte. Ich lenke die Weltgeschichte. Ich bin der Sieger und ich regiere. Hab keine Angst. In der Offenbarung bekommt nachher Johannes noch sehr viel zu sehen von Gott. Schreckliche Dinge. Er sieht Wirtschaftskrisen, er sieht Pandemien, er sieht Kriege. Er sieht, wie viele Menschen sterben müssen. Aber das Wunderbare ist, Jesus sagt ihm davor, hey Johannes, damit wir uns richtig verstehen, ich lenke die Geschichte. Ich regiere, weil ich lebe. Habe keine Angst. Alle, die schon mal geflogen sind, kennen das bestimmt, dass Flugzeuge in Turbulenzen kommen können. Und so hat einer mal eine Geschichte erzählt, dass er in einem Flugzeug saß und das Flugzeug kam in eine Turbulenz und die Frau neben ihm, die hat panische Angst bekommen und schrie auf und hat sich festgegriffen an den Sitz und er lehnte sich einfach rüber zur Frau und sagte, sie brauche keine Angst haben. Und die Frau fragte, wieso nicht? Ich weiß, wer das Flugzeug fliegt, es ist mein Vater und ich weiß, er kann das. Oder wie dieses Bild es auch gut zeigt. Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Es ist völlig egal, wenn eine Krise vor dir ist, wenn du weißt, wer dich hält, wer dich lenkt. Und genau das sagt hier Jesus zu Johannes. Hey,
Johannes, ich lebe, ich bin der Auferstandene und ich bin der Sieger. Ich lenke die Weltgeschichte, ich bin der Erste und das Letzte. Und genau das gilt auch noch für uns heute, für seine Jünger. Jesus, der Auferstandene, möchte dir sagen, du wirst Turbulenzen haben in deinem Leben, ja. Aber damit wir uns richtig verstehen, ich lenke dein Leben. Ich habe ja die ganzen großen Krisen schon erwähnt, die globalen Krisen, aber das sind ja jetzt nur die großen. Jeder von uns steckt vielleicht nicht jeder, aber einige von uns in privaten Krisen. Vielleicht hast du Angst um deinen Job. Vielleicht hast du in der Flutkatastrophe viel verloren und musst noch im Aufbauen. Vielleicht hast du Probleme in der Ehe oder auf der Arbeit oder bangst um deinen Arbeitsjob. Aber Jesus sagt, ich lenke dein Leben. Ich regiere und ich lebe. Wenn dieser Jesus die Geschehnisse der Welt in der Hand hält, dann hat er auch die Geschehnisse von deinem Leben in der Hand. Das heißt nicht, dass du nie in eine Krise kommen wirst. Willi hat ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, warum Gott Leid zulässt. Aber das heißt, dass du jemanden hast, der dich hält, der dich lenkt, den du dich anvertrauen kannst. Die Bibel fordert uns nicht auf, Gott in allem zu verstehen. Die Bibel fordert uns auf, Gott zu vertrauen. Ja, wir beten für die Regierung. Wir beten dafür, dass sie weise sind, dass sie gute Entscheidungen treffen und wieder Frieden hergestellt werden kann. Aber unsere Hoffnung liegt nicht bei der Regierung. Sie liegt nicht in Berlin und auch nicht in Brüssel oder sonst wo. Unsere Hoffnung liegt beim Auferstandenen, bei dem lebendigen Jesus Christus, der sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Auf ihn legen wir unsere Hoffnung. Und nicht nur in der Krisen, in Corona oder im Krieg, sondern in jeder Lage unseres Lebens. Christus hat nach der Auferstehung zu seinen Jüngern gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihr Lieben, das ist der Christus, an dem wir glauben. Das ist der Gott, der Allmächtige, an dem wir glauben, von dem wir sagen, ja, er lebt, er ist auferstanden. Und dieser Jesus möchte dir heute begegnen. Er möchte dir sagen, komm zu mir, begegne mich und ich werde auch dein Leben lenken. Und das wünsche ich mir für dir, dass du ihn heute begegnest, dass du eine Begegnung mit ihm suchst und deine Sorgen ihm abgibst und er über dein Leben regieren darf. Ich komme zum dritten und zum letzten Punkt und damit zum Kern von Ostern. Der Auferstandene schenkt dir Leben. Ich lese in Vers 18 weiter. Jesus sagt nicht nur, ich bin der Erste und der Letzte. Er sagt auch, ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus stellt sich Johannes als der Lebendige vor. Wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich eine ziemlich lustige Vorstellung, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hallo, ich bin der Lebendige. Dann ist das etwas komisch, weil mir hat noch nie ein Toter die Hand gegeben. Das macht ja nur Sinn, wenn das mal nicht gegeben war. Das macht ja nur Sinn, wenn dieser Zustand mal so nicht war. Und Jesus sagt, hey, ich war tot, aber jetzt lebe ich. Und ich lebe, und das ist nicht nur so eine Statusmeldung, hallo, ich lebe jetzt wieder, und hoffentlich bleibt das so, sondern es ist ein Zustand. Ich bin der Lebendige, wieder ein Ich-Bin-Wort. Das bin ich. Sagt Jesus. Gewisse Personen in der Weltgeschichte bringen wir ja immer mit ihren Errungenschaften in Verbindung. Ein Albert Einstein bringen wir immer mit Physik und seinen Errungenschaften in Verbindung. Wenn wir an den Namen Beethoven denken, dann denken wir immer an klassische Musik. Wenn wir an Michael Schumacher denken, dann denken wir an Formel 1, an einen sehr erfolgreichen Rennfahrer. Wenn wir an Christopher Columbus denken, dann denken wir an jemanden, der Amerika entdeckt hat. Wenn wir den Namen Jesus hören, dann denken wir nicht an den kläglich Gescheiterten am Kreuz. Wenn wir den Namen Jesus hören, denken wir nicht an den Verlierer am Kreuz. Wenn wir den Namen Jesus hören, dann denken wir nicht an das wehrlose Opfer eines Justizskandals. Wenn wir den Namen Jesus hören, dann denken wir an das leere Grab. Wenn wir den Namen Jesus hören, dann denken wir an den Sieger, der den Tod besiegt hat. Wenn wir den Namen Jesus hören, dann denken wir an den Lebendigen. Und genau das ist das, wie Jesus sich hier vorstellt. Ich bin der Lebendige für alle Ewigkeit.
Dann geht es aber noch weiter. Hier in Vers 18 heißt es ganz am Ende, und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes, oder wie die Elberfelder Übersetzung schreibt, des Hades. Was bedeutet das, den Schlüssel zu haben? Wenn Jesus sagt, ich habe den Schlüssel des Totenreiches. Ein Schlüssel ist ja immer eine Vollmacht. Als wir unser Haus gekauft haben, dann hatten wir die Vollmacht des Hauses erst, als wir den Schlüssel hatten. Wir hatten schon bezahlt, wir hatten schon beim Notar unterschrieben, die Papiere wurden schon hin und her geschickt. Aber erst am letzten Termin, als der Besitzer mir den Schlüssel gegeben hat, war das unser Haus und ich hatte die Vollmacht. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt. Ich habe die Vollmacht über den Tod. Der Tod wurde von mir besiegt. Die meisten von uns kennen ja die Firma Google. Wir nutzen, oder viele von uns nutzen Dienste von Google, Google Mail, Google Kalender, Google Maps und so weiter. Vor ein paar Jahren hat Google sich gedacht, wir gründen mal eine Tochterfirma, Calicio heißt die. Diese Firma soll sich damit beschäftigen, den Tod zu entschlüsseln. Der Tod, das hat ja uns immer beschäftigt, die Menschen haben ja viele Themen, Bücher schon aufgegriffen oder viele Filme. Der Tod ist spannend für uns, wir verstehen ihn nicht. Und so hat auch Google gedacht, ja, wir versuchen es auch mal. Und obwohl Google eine ausgezeichnete Suchmaschine hat mit komplexen Algorithmen und riesige Datenbanken, hat Google Offenbarung 1, Vers 18 nicht gefunden. Da steht schon, wer den Tod entschlüsselt hat. Christus hat den Tod die Macht genommen. Weißt du, daraus ergeben sich mindestens zwei Schlussfolgerungen. Für unser Leben, für mein Leben, für dein Leben. Einmal kann ich sagen, es gibt Zuversicht angesichts des Todes. Paulus schreibt in den ersten Brief an die Korinther den Tod direkt an und sagt, Tod, wo bist du? Wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Das hier ist ein Riesenskorpion. Der wird so ungefähr 22 Zentimeter groß. Ist nicht unbedingt das größte Tier, auch nicht unbedingt das gefährlichste Tier. Die allermeisten Skorpione, von denen reicht das Gift nicht, um Menschen zu töten. Der hier könnte es. Wenn man diesen Skorpion fängt und hinten den Stachel abbricht und wieder freilässt, dann kann theoretisch ein Kind mit diesem Skorpion spielen. Weil der Skorpion hat kein Gift mehr. Er kann nichts machen. Er kann immer noch böse aussehen und mit seinem Schwanz wedeln und angsteinflößend sein, aber er kann nichts mehr bewirken. Und genau das ist das hier, was Ostern uns zeigt. Jesus hat den Tod, den Stachel genommen. Er hat den Tod, die Macht genommen. Wie Paulus es schreibt, Tod, wo ist dein Stachel? Jesus sagt, ich habe den Tod, die Macht genommen. Der Tod hat seine Endgültigkeit verloren und deswegen können wir angesichts des Todes sagen, ich weiß, wer mein Erlöser lebt. Jesus sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Und darum geht es an Ostern. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann wissen wir, dass wir angesichts des Todes, dass wir leben, dass wir eines Tages bei Jesus leben. Und das wünsche ich mir auch für dich, dass du Jesus Christus heute begegnest an Ostern. Dass du ihm dein Leben übergeben kannst und dass du auch sagen kannst, ich weiß, mein Erlöser lebt. Wie wunderbar haben wir Christen es doch. Wir Christen leben nicht nur anders, wir Christen sterben auch anders. Weil wir eine Zuversicht haben, denn wir wissen, dass der Tod besiegt ist. Ja, wir sterben noch leiblich, aber das ist nur ein Lift in den Himmel. Und dort geht das Leben weiter mit Jesus. Dort beginnt erst das richtige Leben. Die zweite Folgerung ist, die Auferstehung gibt uns nicht nur Zuversicht angesichts des Todes, sondern auch Zuversicht jetzt schon hier in diesem Leben. Ich möchte behaupten, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann gibt es auch kein Leben vor dem Tod. Wenn wir die Jenseitsperspektive ausblenden, was hat das dann für einen Sinn? Ja, wir leben biologisch, aber was bedeutet das dann? Essen, arbeiten, sterben? War das alles? Und wir versuchen dann vielleicht noch ganz viel reinzupacken, es zu betäuben mit Partys, mit Urlaub, mit Feiern, mit Macht, mit Karriere. Aber war es das dann? Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das hat alles keinen Sinn. Lasst uns essen und trinken und feiern, denn morgen sind wir sowieso weg.
Und genau so leben viele Menschen. Sie versuchen, so viel wie möglich in ihr Leben reinzupacken und zu betäuben und einen Sinn zu suchen. Kurz vor dem allerersten Lockdown, da hat Christina mir eine WhatsApp-Nachricht vorgespielt, die ging dann ja so rum, ich weiß noch nicht mal, wer das war. Da sagte irgendjemand, ja, in Italien, da schließen die gerade alles, da schließen die sogar die Fußballstadien. Und in Deutschland wird das auch passieren. Und ich habe gedacht, nee, das wird in Deutschland nicht passieren, das kann nicht sein. Wenn die das machen, dann nehmen sie doch den ganzen Sinn von den Menschen. Dann nehmen sie doch deren Ablenkung, was haben die dann noch? Ja, ich habe mich geirrt, die haben es tatsächlich gemacht. Und ich frage mich, wie haben sich diese Menschen gefühlt in dieser Phase? Menschen, die jeden Samstag im Stadion singen, Borussia, unser ganzes Leben, unser ganzer Stolz. Und was jetzt? Menschen, die jeden Samstag oder jedes Wochenende auf Partys waren und das nur dafür gearbeitet und gelebt haben oder in Urlaub gefahren sind, die auf einmal nicht mehr konnten. Was jetzt? Ist das Erfüllung? Ist das der Sinn des Lebens? Jetzt wird auch noch alles teurer und man kann sich immer weniger leisten. Was jetzt? Kann es sein, dass Gott dir was deutlich machen möchte? Kann es sein, dass Gott zu dir sagt, hey, so wie du lebst, ist echt sinnlos? Kann es sein, dass Gott heute dir an Ostern das sagen möchte? Ostern zeigt, dass es ein sinnvolles Leben gibt. Ostern beantwortet die Frage nach dem Sinn für unserem Leben. Und deswegen können wir mit einer sehr realen Hoffnung leben. Jetzt schon. In uns steckt der Schrei nach Unvergänglichkeit. Wir Menschen wollen ewig leben und wir fühlen uns so. Solange wir gesund sind und materiell Dinge haben, fühlen wir uns so, als könnten wir ewig leben. Gott hat es in uns hineingelegt. Und Ostern zeigt uns, ja, das geht, wenn du den Auferstandenen begegnest. Und das gibt uns Mut und Zuversicht, nicht nur angesichts des Todes, sondern jetzt schon hier im Leben, weil wir wissen, auch wenn wir eine schwere Zeit durchmachen, auch wenn du jetzt in einer Krise steckst, in der globalen Krise oder vielleicht in einer persönlichen Krise, Ostern, Jesus Christus, der Auferstandene, hat den Tod besiegt und das wahre Leben, das kommt noch. Halte durch. Ostern ändert alles. Ostern ändert wirklich alles, weil Jesus lebt. Ich fasse zum Schluss nochmal zusammen. Die Osternzeit kann eine ganz besondere Osternzeit für dich sein, wenn du den Auferstandenen begegnest. Er möchte dir die Angst nehmen. Er möchte dein Leben lenken und er möchte dir Leben schenken. Und deswegen meine Bitte an dich, vertraue dich ihm an. Das kannst du im Livestream machen, zu Hause, das kannst du hier machen. Du kannst auch gerne nachher zu mir kommen und wir reden gemeinsam darüber. Wenn du spürst, da ist was in deinem Herzen, da passiert was, dann ist es vielleicht Jesus, der dich zieht, der dich ruft, der eine Begegnung mit dir haben möchte. Und vielleicht zweifelst du noch, vielleicht denkst du, ah, das hört sich alles ein bisschen komisch an. Da ist irgendwie ein Gott, der kommt auf die Erde runter, wird Mensch und dann lebt er hier, stirbt für alle angeblich und dann steht er wieder auf 3 Tage später und dann sagt er, es gibt irgendwie ewiges Leben. Das ist vollkommen in Ordnung, Zweifel sind in Ordnung. Und das hört sich komisch an, ich gebe dir recht. Aber ich möchte dich zu einem Experiment einladen. Versuch ihn doch zu begegnen. Lies doch die Bibel, lies das Evangelium, das Johannesevangelium oder sprech mit Menschen darüber. Was kostet dich es? Ein paar Abende, ein bisschen weniger Netflix. Aber der Gewinn, der kann unglaublich groß sein. Uns Christen möchte ich ermutigen. Ich möchte noch einmal Mut zusprechen. Die Osternbotschaft ist die Botschaft, die wir in unserer heutigen Zeit wieder brauchen. Ganz aktuell in unseren Situationen, in den ganzen Krisen, in denen wir gerade stecken. Sei es Pandemie, Katastrophe, Krieg oder auch deine persönliche Krise. Wir brauchen es immer wieder. Wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen. Ostern. Ostern hat uns gezeigt, Jesus, der Auferstandene, erlebt. Und deswegen brauchen wir uns nicht fürchten. Und deswegen haben wir eine Hoffnung auf Ewigkeit, auf ein Leben in ihm, mit ihm. Und deswegen können wir auch jetzt schon hier in der Welt, in diesem Leben, unser Leben fröhlich vor ihm gestalten, zu seiner Ehre. In diesem Sinne wünsche ich dir gesegnete Osternzeit. Ich möchte gerne noch zum Abschluss beten
und bitte dazu aufzustehen. Nach dem Gebet darfst du gerne stehen bleiben und wir singen gemeinsam das Lied Jesus, meine Hoffnung lebt. Und wenn du das glaubst, dann lade ich dich dazu ein, mit einzustimmen, das zu bezeugen, Jesus zu verherrlichen und ihm die Ehre zu geben. Und wenn du das noch nicht glaubst, dann lade ich dich dazu ein, einfach zuzuhören. Es ist okay, du musst nicht mitsingen. Hör einfach zu, was Menschen und wie Menschen singen, die Jesus Christus, dem Auferstandenen, begegnet sind. Jesus Christus, ich lobe und preise dich. Du bist wahrer Gott, du bist Jahwe. Ich danke dir für dein Erlösungswerk, das du für uns geschaffen hast, dass du für uns gestorben bist, dass du all unsere Schuld auf dich genommen hast und dafür bezahlt hast, die ganze Strafe, den Zorn abbekommen hast, damit ich es nicht ertragen muss. Ich danke dir für dein Angebot und lobe und preise dich und ich freue mich, Jesus, eines Tages bei dir zu sein und mit dir zu leben. Amen.